So, das ist der Beitrag, den ich nochmal filmen muss. Ich habe mich doch entschieden, wegen dieses Teils, das sehe ich hier im Hintergrund, so schnell komme ich hier nicht wieder her, das hier zu machen, nicht vor dieser Plastik-Oscar-Statue eines Restaurants, einer Bar, des Clubs, die ich gesehen habe. Etwas doppelt so groß wie ich, und da habe ich mich daneben gestellt und aus Anlass japanischer Geisterfilme aus den 60ern, die ich unten empfehle, von Kaneto Shindo zum Beispiel, nicht die, diese Oscar-Figur als Sprungbrett zu nehmen zum Film und zu einer Zen-Geschichte, einem Koran, das etwas länger ist und das, bei dem ich ein paar Details aus der Erinnerung vergessen habe. Ne? Ich habe das so spontan gefilmt beim Anblick dieser Plastik-Oscar-Statue. Und habe mir die Geschichte nochmal durchgelesen. Sie hatte doch noch ein paar Details, die wichtig sind. Und zwar geht es da um ein junges Freundespaar, Junge und Mädchen, die sich allmählich ineinander verlieben. Und der Vater des Mädchens macht dann auch so Bemerkungen. Ihr passt ja eigentlich ganz gut zusammen, aber insgeheim hat er sie schon jemandem versprochen. Und dann, das hatte ich vergessen, als ich davon erzählt, das ist vielleicht für die Geschichte und die Dramatik noch wichtig, erzählt er erstmal dem jungen Mann, dass sie einen anderen hat. Ne? Und er ist frustriert und wütend und macht sich auf die Sockenhaut ab. Er rudert mit einem Boot davon und ein paar Tage später ist die Frau plötzlich bei ihm auf dem Boot, zu seiner Überraschung. Und sie bleiben zusammen und haben dann auch noch zwei Kinder. So vergehen die Jahre. In der Zwischenzeit haben sie irgendwie Gewissensbisse und meinen, sie müssten doch mal eigentlich dem Vater bzw. Schwiegervater Bescheid geben und ihn aufsuchen und sagen, wie das alles gelaufen ist. Er würde sich doch bestimmt Sorgen um seine Tochter machen. Also zurückgerudert. Der Mann geht erstmal alleine hoch, den Hügel hoch zum Schwiegervater und sagt, du, es ist so, deine Tochter war die letzten Jahre mit mir zusammen, wir haben zwei Kinder. Und der Vater meint, von was redest du? Sie liegt da drin, sie ist seit langem schwer krank. Dann kommt auch die Frau von unten aus dem Boot hoch und es geschieht, dass die beiden, die Kranke, Krankenzimmer und diese Frau aus dem Boot sich vereinen. Damit endet die Geschichte und sie hat noch einen Kommentar eines Zen-Meisters, der meint, welches, mehr oder weniger sinngemäß, welches war denn nun die wirkliche Frau? Welches war die wahre Tochter des Mannes? Die, die bei ihm blieb oder die, die da auf dem Boot war? Und das Ganze erinnert an Geistergeschichten, an Existenzen, die man erst im Laufe der Zeit durchschaut als Geist. Oder wo bis zum Ende nicht ganz klar ist, war es nun ein Geist oder ein Gespenst oder doch nicht. Und das ist auch die Thematik einiger Filme, die ich unten empfehle. Ne? Wer diese Fantasiewelt ein bisschen zu strange findet, der kann sich da vielleicht auf dem Criterion Channel mal einen Monat ein Abo leisten und ein bisschen einarbeiten mit englischen Untertiteln. Ja, ansonsten schreibt rein, was ihr davon haltet, von solchen Sachen. Taucht das als Koan? Ja, wahrscheinlich eben im Hinblick darauf. Ne? Was ist die wahre Realität eines Menschen? Was ist die Soheit? Was ist seine Essenz? Ist da irgendwas oder sind wir alle nur Traumgebilde? Ne? Und vielleicht habt ihr noch ein paar andere Ideen. So, das war's. In der Regenzeit führt der See, der auf der Google Map Karte Lake heißt, ne, den könnt ihr unter, so wie man den spricht, ich kann es auch nochmal unten reinschreiben, Maprachan Lake finden, aber auch unter Maprachan Reservoir, weil wie gesagt hier auch Wasser abgezweigt wird für die Bespeisung der Haushalte. Und das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, ne, aber der trocknet auch schon mal ganz gut aus. Bis bald! Ich habe noch einen langen Weg vor mir, gerade was gegessen und bin immer froh, dass ich mir hier keine Sorgen machen muss um Toiletten, ne? Toiletten und Abfallkörbe.
In Japan sind es die Toiletten, aber die Abfalleimer fehlen. Ne? Das ist auch sehr praktisch, wenn überall so blaue Tonnen rumstehen an dem Straßenrand und man kann da einfach seinen Müll loswerden. Macht's gut.